Wir spielen heute ein 4 gegen 4 mit unserer Community. Ich bin mal gespannt, wer hier gewinnt. Die Gewinnergruppe kriegt insgesamt 3000 Gems, die Verlierergruppe insgesamt 2000 Gems. Ich wünsche jedem viel, viel Glück. Falls es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da und wir gehen direkt rein in die Runde. Let's go! Wir sind in der Runde. Wir spielen hier einmal Skins gegen No-Skins, damit ihr direkt wisst, wer in welcher Lobby und welcher Runde hier ist, welches Team. Und zwar ist es so Fuba, ich, Heidewitzka und Dragon. Nee, Dragon gar nicht, doch Dragon und Beast sind hier wirklich in einem Team. Dragon, Ludi und Fubratz und Heidewitzka sind in einem Team. Das heißt, wie gesagt, hier No Skins gegen Skins. Die ersten Leute haben hier schon Probleme, wirklich mitzumachen. Oh, einer ist schon raus. Wir wissen gar nicht, wer von unserem Team ist. Jemand schon draußen. Wir müssen hier echt aufpassen. Das könnt ihr richtig, richtig schwierig werden. Machen wir nochmal Invisible. 4 gegen 4 ist natürlich auch relativ chaotisch, kann das hier werden. Ah, er kickt mich! Oh, ich habe mich nicht getraut zu boxen. Wir müssen hier echt aufpassen. Nur hier rauskick! Unsichtbar, unsichtbar, unsichtbar. Der wird sich so fett rechnen an uns. Sehr gut, wir machen hier wirklich Punches und sowas rein. Nein, oh, Fubratz, es tut mir leid. Ich habe einfach Fubratz gekickt. 3 gegen 4 sind wir jetzt hier am Start. Wir machen unsichtbar, wir gehen hier komplett nach links. Kicken, halt den Witzker raus. Komm, schafft er es noch. Wir haben jemanden. Oh mein Gott, das ist 1 gegen 2 gegen mich. Ich kann das alles nicht mehr, das ist mir zu viel Stress hier. Als ob die alle raus sind. Ich mache mich hier einfach unsichtbar, ich mache gar nichts mehr. Die sind so starke Gegner hier. Oh mein Gott, scheiße, ich habe geschwitzt. Ich habe zu sehr geschwitzt, ich kann es nicht mehr. 1-0 für die, ich kann das alles nicht mehr, ich habe zu sehr geschwitzt. Es steht gerade 1-0 für die Skins. Aber wir müssen wirklich gucken, dass wir das hier noch wirklich schaffen. Aber wir sind eigentlich relativ gut dabei. Wir könnten das hier wirklich nochmal kriegen. Eine Person ist schon raus. Oh, bitte nicht von uns. Nicht von uns, von den Gegnern. Richtig und wichtig, jetzt geht's hier los. Okay, ich wollte gerade sagen, kann man jemanden aufmachen? Ah, Ludi rausgekickt. Es ist wirklich ein 4 gegen 3 gerade. Wir sind gerade in Führung, aber das kann sich so schnell ändern hier. Fubratz hier, wir würden lieber auf Fubratz verrüsten. Aber nein, die sind so stark. Wir gehen, glaube ich, lieber in den Invisible. Wir müssen so lange aushalten wie möglich. Wir müssen meinem Team so viel Backup geben, wie wir können. Aber das klappt schon hier richtig gut. Mein Team ist auch gut dabei. Oh, Heidewitzka haben wir gepuncht. Wir gehen jetzt hier in den Unsichtbarkeitsmodus. Sehr gut, auf richtig entspannter Basis gehen wir rüber. Best ist auch noch mit am Start hier bei uns. Fubratz, und ich lege die ganze Hoffnung in Fubratz. Oh, Dwayne kam noch hier schnell rüber. Nein, die müssen mich carryen. Die müssen mich so fett carryen. Fubratz hier muss das holen und Dragon auch und Beast. Ey, das sind so gute Spieler alles. Warum haben wir uns so Schwitzer hier rangeholt? Ludi in Bedrängnis. Ludi in Bedrängnis, schaff's noch. Nein, Ludi ist raus. Fubratz richtig gut gespielt. 2 gegen 3. Und was? Einer von denen ist noch drin. Heidewitzka hat hier Probleme. Wird das 1 gegen 1 oder wird das 2-0 für die? Heidewitzka, sehr schwierig hier. Oh, Beast ist raus. Es ist ein 2 gegen 1 hier. Oh, das ist schwierig. Oh, das könnte wirklich hier alles gleich enden. Beide kommen hier schön mit Ball rüber. Das ist gut und wichtig. Die No-Skins, oh, wir werden hier gepuncht. Fubratz komplett an Dragon. Dragon ist raus. 1 gegen 1. Heidewitzka gegen Fuba. Wer kriegt das hier von den beiden? Wird das wirklich hier ein 2-0 werden gegen die oder kriegen die nochmal, kommen die nochmal hinterher? Heidewitzka ist jetzt hier mit drüber gekommen mit dem Ball, will hier Fuba hochkommen und schafft's auch. Heidewitzka hat hier ein bisschen Probleme, aber schafft den Safe-Jump noch so close. Fuba gibt den Kick mit. Oh, das ist wirklich schwierige Runden hier, aber die sind so gut, die Spieler. Die Spieler sind wirklich gut. Wir hoffen natürlich jetzt hier auf das 1 gegen 1, 1 zu 1, dass wir hier wirklich nochmal ein bisschen Freiraum haben. Aber nein, Heidewitzka, wirklich starker Spieler. Das ist so, so schwierig hier. Der macht das auch richtig gut, aber beide wirklich gut. Fuba hier mit Heidewitzka am Stressen. Heidewitzka kommt noch rüber. Das gibt's doch noch. Wir dachten, die ganze Welt dachte, er wäre jetzt hier schon raus. Er fliegt und was? Wie close? Das ist doch so unfair. Was war das? Aber jetzt hat er hier Probleme, Heidewitzka. Muss hier den Safe-Jump schaffen.
Schaff's nicht! 1:1 für uns! Fuba holt, ist das für uns richtig und wichtig! Es steht gerade 1:1 Skins gegen No Skins. Was Fuba da eben gemacht hat, war crazy. Wir hoffen, ob wir das jetzt wieder wirklich reinmachen können. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt das 2 gegen 1 hier wirklich carryen können, weil das ist richtig, richtig krass, wie viele Leute hier wirklich sind. 4 gegen 4 ist so crazy, wir werden wahrscheinlich auch irgendwann mal noch ein 5 gegen 5 machen. Ob das nicht nochmal zu undurchsichtig wird, wissen wir nicht, aber noch sind wir alle noch hier am Leben. Wir machen uns hier nochmal unsichtbar, um einfach mal ein bisschen entspannt hier rumzulaufen, nicht, dass wir die ganze Zeit hier... Bah! Heinewitzka einmal hier angegriffen, selber von Fuba... Oh, er... Was, wie groß! Hätte er mich, ich war kurz schockstarre, ich dachte, er macht mich hier raus komplett. Die gehen hier komplett auf einen drauf. Oh, ich dachte kurz, ich fliege raus. Ich dachte kurz, ich bin raus, der Erste ist raus von uns. Auch noch Fuba, Fuba ist unser bester Spieler. Jetzt müssen 10 alle nur noch auf mich. Was ist das denn hier? Das gibt's doch nicht. Fuba ist raus, wir müssen hier wirklich gucken, dass wir hier so weit kommen wie möglich. Aber keine Sorge, wir carryen das hier. Wir müssen einfach nur auf Überleben spielen. Dragon ist auch noch hier drin und Beast auch. Wir müssen das zusammen hier halten. Aber Gott sei Dank mit dem Gitarren-Emote nochmal rausgehauen. Oh, wir müssen gucken, dass vielleicht so 1, 2 Leute von denen noch hier rausfliegen. Das wäre so, so wichtig. Dann hätten wir hier noch eine Chance, weil die sind so gute Spieler hier. Oh. Close! Wie gut haben wir denn da bitte reagiert? Ah! Nein! Es steht ein No-Skin ist noch da. Dragon ist unsere letzte Hoffnung hier im Team. Dragon ist einfach unsere letzte Hoffnung. Das gibt's doch nicht. Dragon kommt hier rüber und kommt, schafft es sogar. Fubratz ist raus. 2:1 hier. Das ist so close. Dragon man, probiert hier wirklich sein Bestes zu geben. Aber diese 2 sind richtig, richtig gut. Ob er das hier nochmal richtig rausholt oder nicht, wissen wir nicht. Ich glaube, Dragon hat den Ball mit dabei. Das heißt, er kann hier richtig schön... Oh mein Gott. Oh, er hat alles auseinandergenommen. Nein, die Closes. Ich kann das nicht. 2:1 für die. Wie close war das denn jetzt hier bitte? Ich kann das alles nicht mehr. Crazy. Es steht 2:1 für die Skins. Die No-Skins müssen hier wirklich nochmal nachholen. Das ist so, so schwierig. Aber wie gesagt, die Teams sind ungefähr gleich gut aufgestellt, würde ich sagen. Deswegen können wir das hier auf jeden Fall noch kriegen. Weil das wird hier wirklich eine... Oh, der Erste ist raus von denen. Der Erste ist raus. 4 gegen 3 steht jetzt hier. Die Angriffe gehen auf mich. Falsches Team, falsches Team. Natürlich sind wir jetzt einer mehr und können dadurch jetzt hier auch nochmal ganz andere Movements machen. Aber man darf nicht vergessen, wir müssen wirklich hier auch ein bisschen auf Safety nicht spielen, weil es kann alles passieren hier. Fuba hier wird Bedrängnis aus Versehen von mir gehittet. Aber wir überleben das hier alle noch und das ist sehr gut gespielt. Nein! Mein Team, oh mein Gott, ich mach mein Team so raus. 2 gegen 3 jetzt hier. Die sind so gut, die Gegner. Das durfte nicht passieren hier. Die werden es jetzt richtig schwer haben, aber wir wissen nicht, Fuba und Dragon sind beides richtig gute Spieler. Die könnten das hier noch wirklich carryen. Aber natürlich ist das viel schwieriger, wenn man weniger Leute ist. Das könnte hier wirklich nochmal richtig kritisch werden. Oh, Dragon wird hier wirklich komplett gefokust, aber Fuba hilft ihnen da auf jeden Fall gut mit rein. Beide sind hier am Durchgehen und schaffen das auch beide easy. Oh, ich bin mal gespannt, wenn die krassen Hindernisse hier wirklich kommen. Ludi kommt auch rüber. Dragon ist auch mit drüber gekommen, auf jeden Fall easy Basis, das war jetzt hier ein Versehen, weil er auch rüber wollte. Und Luke, die ist raus, es ist ein 2 gegen 2 jetzt hier. Wer wird das hier holen? Oh, Dragon ist in Bedrängnis, aber komm noch drüber, wie geht das denn? Was, wie geht das denn? 2 gegen 2, beide kommen rüber, beide sind so gut dabei. Der Box, wichtig, der war wichtig für beide Seiten hier. Dragon kommt. Noch, nein, das ist ein 1 gegen 1. Wie close war das denn hier? Das ist gar nicht mal so krass. Holy moly, wie gut. 1 gegen 1 jetzt hier. Oh, wer wird das hier von den beiden jetzt holen? Die sind beide echt gut. Aber Fuba holt uns das 2:2. Das gibt's doch nicht. Wir gehen wieder in den Gleichstand und können das hier noch wirklich, wirklich holen. Die nächste Runde beginnt. Es steht 2:2. Wir müssen jetzt hier wirklich gucken, wer hier in Führung geht. Oh. Die Teams sind wirklich, wirklich gut. Aber der Erste ist raus von denen. Wo ist Dragon? Wo ist Dragon? Dragon ist raus.
Nichts von denen von uns! Dwayne, einer unserer besten Spieler sind, ist schon draußen. Wir müssen hier wirklich fokussen jetzt. Wir müssen jetzt hier wirklich alles geben. Natürlich werden wir jetzt hier noch mehr gefokust. Besonders Fuba wird hier richtig krass. Oh, soll ich mal raus? Fuba hat mich gekillt. Es ist nicht möglich, aber Fuba muss jetzt hier carryen und Beast. Das ist so, so schwierig hier. Das gibt's doch alles nicht mehr. Die sind so gute Spieler. Crazy, crazy, dass die alle hier mitmachen. Das ist so, so nice. Aber wir müssen mal wirklich aufpassen. Beast ist auch noch ohne Emotes unterwegs. Das heißt, es wird für uns doppelt schwierig werden. Die ganze Hoffnung liegt natürlich jetzt in Fuba. Fuba ist natürlich jetzt aber ganz alleine hier mit den Pro-Gamern. Aber der erste... Oh, Fubras kommt noch mit rein. Die Leute müssen langsam ausscheiden, sonst wird das hier für uns richtig schwierig. Die müssen einfach raus mit denen. Oh, Fuba wird hier gefokust von drei Leuten auf einmal. Der hat es jetzt hier gerade richtig, richtig schwierig. Die wollen ihn auf jeden Fall raus haben hier. Oh, das ist wichtig. Das ist wichtig. Vielleicht kommt der eine oder andere nicht mit rüber. Alle kommen knapp rüber. Beast ist auch noch mit drinne. Oh, es ist am ich bin am Schwitzen hier. Alle kommen mit rüber. Wie kann das sein? Oh, schwierig. Wichtig, Fuba, wichtig. Hier nochmal ein bisschen zeigen, was man kann. Oh, 2 gegen 3 ist es jetzt hier. Heidewitzka ist draußen. Beast kommt auch nicht rein. Es ist ein 2 gegen 1. Fuba, Ludi und Fubratz. Was geht hier ab? Gute Spieler hier, alle am Start. Aber wer wird das hier holen? Fuba für uns hier mit drin. Ey, das ist so, so schwierig hier. Snowskins gegen Skins. Hier werden die geboxt und keine Ahnung was. Das ist so krass hier. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Sehr gut gespielt hier. Fubratz kommt auch noch mit drüber. Ludi fliegt. Aber kann sich noch hier rein retten. Gott sei Dank, das ist so schwierig. Besonders jetzt hier. Kann natürlich viel passieren, aber Fuba schafft es hier auch rüber. Das ist so, so gut, Fuba. Fuba, wir glauben hier richtig an dich. Oh, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Sehr gut, sehr gut. Oh, Fuba wird hier gefokust. Muss natürlich jetzt sehen, dass er nochmal hier hochkommt. Aber schafft er noch, der Rand ist noch relativ weit weg. Jetzt ist natürlich schwierig. Jetzt können die hier wirklich gegen Fuba arbeiten. Und Fuba zu zweit einfach raushauen. Und die Skins haben gewonnen. Es steht 3 zu 2. Es ist not possible. Die gehen in Führung. Die holen sich hier den Win. Das gibt's doch nicht. Wir sind jetzt in der nächsten Runde drin. Was? Eine Person konnte irgendwie nicht mit reinkommen. Das heißt, 3 gegen 4 sind wir schon von Anfang an. Aber es kann hier wirklich passieren, dass wir trotzdem gewinnen. Wir haben jetzt einen Bot hier mit am Start, weil er nicht da ist. Aber egal. Egal. Wir gehen rein und gucken, ob wir das wirklich, wirklich hier gewinnen. Das ist so, so crazy. Die erste Person ist schon rausgeflogen. Es ist ein 3 gegen 4 hier schon. Ludi war close. Oh, wir müssen hier raus. Dragon ist schon rausgeflogen. Er hat, glaube ich, Internetprobleme gehabt. Das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich zu dritt gegen 4 spielen. Das ist so, so schwierig hier. Aber wie gesagt, die werden Fuba. Oh, Fuba ist ab Hoffnung in Fuba. Wir gehen hier lang. Ah! Nein! Fubratz hat hier den nächsten Spieler von uns doch nicht rausgekickt, aber er wollte. Fubratz übertreibt komplett seine Lage hier. Raus mit dir. Oh, das ist schwierig. Kommen alle rüber. Einer ist raus. Von denen. Wir sind noch immer zu dritt. Es ist ein 3 gegen 3 jetzt hier. Oh, wir müssen hier rüber. Sehr gut. Wir machen das hier auf ganz entspannter Basis. Oh, 3 gegen 3. Das ist einfach so close und kritisch hier. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Lass mich da rüber. Lass mich rüber. Nein, da sind so viele rausgeflogen. Wer ist denn noch alles drin? Oh, es ist ein 2 gegen 1. Die No-Skins gegen die Skins. Das gibt's doch nicht. Wer wird das hier jetzt holen? Oh, Beast, wie gut. Ohne Skins und so gut. Ohne Special Emote, so gut ist Beast. Crazy. Oh, Heidewitzka hat die Probleme rüberzukommen. Heidewitzka ist raus. Die No-Skins gewinnen die nächste Runde. Das gibt's doch nicht. 3 zu 3 steht es hier heute. Wie gut die Spieler hier auch sind, das gibt's doch nicht. Die nächste Runde beginnt. Es steht 3 zu 3. Jetzt wird sich hier alles entscheidendes Spiel wird jetzt hier passieren. Jetzt wird es sich zeigen, ob die Skins oder die No-Skins gewinnen. Wer wird sich hier die Gems unter den Nagel greifen? Oh, schwierig. Das ist so krass, was hier abgeht. Das sind so viele Leute. Wir müssen halt wirklich gucken.
Es leben noch alle Leute. Es ist wirklich hier wirklich ein bisschen chaotisch hier zusammen. Aber wir schaffen das hier. Oh, Fubras wollten wir kicken, aber haben wir nicht geschafft. Oh, Lodi ist hier noch am Start. Fubras, ey, es sind so viele Spieler. Die haben ja auch fast alle den gleichen Skin. Luki hat nochmal den Capybara hier am Start. Den hauen wir aus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dias, safe. Was ist mit denen da drauf? Stream Sniper. Mach auf. Danke. Oh, Fubras, es leben einfach immer noch alle. Okay, jetzt wird es hier wirklich schwierig werden. Ah, ich habe ihn mit rausgenommen. Ich habe Fubras mit rausgenommen. Den besten Spieler von der anderen Gruppe habe ich mit rausgenommen. Richtig und wichtig. So macht man das hier. 1-gegen-1 Trade. War okay. Nehmen wir mit. Wir gucken jetzt, wer von denen hier noch gewinnt. Oh, Dragon ist unten. Nimm noch den Ball mit rein und schafft es. Ludi wollte ihn blocken, aber hat es nicht geschafft. Oh, die Skins haben hier Probleme. Luki ist raus, Dragon ist raus. Es ist ein 2-gegen-1 jetzt hier. Oh, Lahai. Ludi hat ihn wirklich Bedrängnis noch. Um hier reinzukommen, aber schafft es nicht. Die Skins gewinnen. Ludi und Heidewitzka haben das hier geholt. Es steht 4-3 Endstand hier. Let's go. So, Leute, das war das 4-gegen-4 gegen unsere Community. Wir haben leider verloren. Es stand 4-3 richtig close. Falls euch das Video gefallen hat, guckt gerne hier nochmal weitere Videos an. Ansonsten lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen YouTube-Video. Habt euch ganz so lieb, Leute. Ciao.